Hallo, mein Name ist Gabi Bastian. Ich bin die Schulleitung der Kleinen Nestlerschule hier in München. Heute habe ich dir eine ganz einfache Drehung mitgebracht, die du in jede Tanzchoreografie super mit einbauen kannst. Oder auch, wenn du vielleicht eine Aerobic-Choreo mit deiner Klasse oder mit deiner Gruppe machen möchtest. Und zwar ist es die Schrittdrehung. Die kennst du vielleicht schon. Wie der Name schon sagt, besteht sie aus Schritten. Wir starten jetzt ganz leicht. Und zwar, wenn du hast, such dir gerne eine Linie. Erste Aufgabe wäre jetzt nur mal ein Single-Step-Touch. Gut, das klappt auf jeden Fall bestimmt gut. Daraus lassen wir gleich ein Double werden. Einmal hin, einmal her. Perfekt. So, nächste Aufgabe. Aus dem Double kannst du einen Grapevine machen, indem du hinten mal kreuzt. Side Kreuz, perfekt. Oder kannst auch ausprobieren, kreuze vorne. Wieder Side Kreuz, vorne kreuzen. Genau, und das ist schon die perfekte Vorbereitung für unsere Schritte. Das heißt, du bleibst auf deiner Linie stehen, suchst dir einen Spot, einen Blickpunkt, ein Ziel, wo du gerne hin möchtest, auf Augenhöhe. Hände lassen wir in Stütz und jetzt nutzt du perfekt diese Linie. Erster Schritt auf der Linie. Zweiter Schritt, ähnlich wie beim Vornekreuzen, wieder auf die Linie setzen. Jetzt nächster Schritt und wieder ranstellen, wie unser Double Step Touch. Du kannst dir als kleine Hilfe die Schulter, die nach hinten geht, mal fest reiben. Wir Gymnastiklehrer machen ja gerne Bewegung bewusst. Das heißt, ich spüre jetzt die eine Schulter, in meinem Fall die linke, ist etwas wärmer. Ja, merke, die muss nach hinten gehen. Die zieht mich nach hinten. Also stell dich nochmal hin, Seitschritt, vorne kreuzen, weiter drehen und wieder ranstellen. Dasselbe mal in die andere Richtung. Genau, also Schrittdrehung mit vorne rumdrehen und dasselbe würde jetzt natürlich auch funktionieren, wenn ich hinten rumdrehe. Das heißt, Seitschritt, wie beim Grapevine hinten kreuzen, dreh dich hinten rum, Seite und ran. Gleich nochmal andere Richtung, Seite, hinten rumdrehen, Seite und ran. So, und wenn du jetzt möchtest, kannst du alles kombinieren. Das heißt, ich habe ein paar Single Step Touch. Aus denen lasse ich die doppelten werden. Dann baue ich da zum Beispiel die vorne Drehung ein. Und zurück wieder Double. Die vorne Drehung. Und jetzt, wenn ich möchte, hinten rum. Und zurück. Und gleich nochmal. Hinten rum. Und zurück. Also das heißt, spiel dich, kombiniere nach rechts, links, wie du möchtest. Und wenn du genügend Raum hast, kannst du das Ganze auch leicht diagonal vorwärts, rückwärts machen. Das heißt, in deine Tanzchoreografie ein bisschen mehr Raumwege mit einbauen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und wenn du vielleicht noch die Schrittdrehung mit Handgerät kennenlernen möchtest, schau doch mal hier oben. Da siehst du sie mit dem Reifen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.